Für dich, guten Morgen, die Damen und die Herren. Merci, dass ihr kommen seid. Merci, dass ihr da Leute umgeholt habt. Ich mal aufhängen, werde ich vielleicht just, ganz kurz als Kollege Fischer, was ich meine, die mich von mir kennen, ich meine, was Céline Conta, es sind Gewerkschaftssekretärin am CGB für den Gesundheitsbereich, das alles, das, was wir Fragilbereich nennen, sozioedukative Bereich, das ist das, was heute wichtig ist, sondern auch ein kurantes Bereich, wo ich bin, heute kein Roll. Ich will einfach just kurz ihr auch gleich präsentieren, die heißen, das ist Paula González, das ist meine Mitarbeiterin hier am CGB, hat das Gewerkschaftssekretärin für den Bereich, den sozioedukativen Bereich, auch von der Gesundheit, also dem Spitalsbereich. Dann Monja Hallach, was auch heute dabei hat, das Präsidentin von der Personaldelegation von Hamm, das eben heute für die Sujet, um denen es geht. In der anderen, es hat auch Fachverbandspräsidentin vom LCGB Soir et Socio-Education. Wir hatten noch eine Person geholt, die vom Hause Kunstdorf, die kann leider heute aber in seinem Fall von Krankheit nicht mit dabei sein. Ihr schaue ich jedenfalls, merci, dass ihr kommen seid. Denn das Sujet von heute ist wichtig, weil es geht um ein großes Problem, das wir am SS-Sektor haben. An verschiedenen Häusern aus dem sozioedukativen Bereich, du weißt ja, hier gehen bekanntlich oft zwei Kollektivverträge parallel appliziert: die vom Spitalsektor und die vom SAS-Bereich. Login, an denen verschiedene Strukturen die neuen Modalitäten vom FHL-Kollektivvertrag aber nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, Salarien, die am Bereich von der Pflege und vom Encadrement von den älteren Leuten an einem RS-Institution arbeiten, an denen nach Konditionen vom FHL-Kollektivvertrag laufen, sollen ihre Salär an Ort Karriere nicht abgewehrt kriegen. Wir sind für den Moment mit zwei ganz konkreten Fällen konfrontiert, sind das Zita Senior Consto und Trospisse von Hamm abhaften dann. Für euch den Kontext am Detail und noch Problematik können verständlich zu machen, müssen wir für dich ganz kurz an die Vergangenheit zurückgehen. Wie ihr vielleicht ihr könnt erinnern, sind 2009, 2010 Pflegeheime und Altersheime als Member aus der FHL, demnus war das nach Canton des Hôpitaux, rausgegangen, für der COPAS beizutreten. Zur Konsequenz hat das, dass Salarien, die nur 2010 angestellt sind, unter den Bedingungen von dem SAS-Kollektivvertrag gefallen sind. Und die Salarien, die allerdings zu dem Zeitpunkt schon da waren, konnten am FHL-Kollektivvertrag bleiben und an diesem weiter evoluieren und sind nur die Modalitäten vom FHL-Kollektivvertrag weiter bezahlt. Diese Wirsel aus der FHL bei COPAS war ganz klar eine Entscheidung für Patronatsseite, ob der das Salarie zu keinem Moment Abschluss hat. Für das Salarie wurde das demnus kein großer, weil es keine spürbaren Konsequenzen gewesen. Am Endeffekt wurde sich für das Salarie nichts geändert. Und da mussten LCGB Haupt feststellen, dass das teilweise nicht ganz so war, wie wir gleich werden gesehen. Ich erinnere auch kurz daran, dass Gewerkschaften des Jahr nur langwierigen und schwierigen Verhandlungen zwei neue Kollektivverträge am konventionierten Bereich, der vom Spitalsektor und der vom sozioedukativen Bereich aufgeschlossen wird. Den FHL-Kollektivvertrag, den uns heute besonders beschäftigt, ist am Juli in Kraft getreten und das neue Karrieremodell, ein Bestandteil von diesem Kollektivvertrag, lief den 1. Oktober. Ein erster Problemfall stellt sich am Haus von der Cita Senior Consdorf. Der LCGB hat festgestellt, dass Salarien hier Retroaktivität von der Punktwerterregelung, die vom 1. Januar 2017 gilt, nicht an diesem August ausbezahlt wurden. Das ist aber eine Regel aus dem neuen Kollektivvertrag. Nach einer Entrevue mit der Direktion daraufhin hat das dem LCGB an der Delegation mitgeteilt, dass sie das doch nicht gehen machen, weil sie schon seit 2010 keine neue Modalität vom FHL-Kollektivvertrag für die betroffenen Salarien angepasst haben. Nach einer genauen Analyse und Gespräche mit den Salarien haben wir herausgefunden,
das Payer an auch de Pécule de Vacances, dat das ein Krim, die am Juni ausgezweigt wird, tatsächlich sind da 2010 nicht mehr adaptiert gesehen. Das heißt, die Salarien, die unter den Konditionen vom FHL-Kollektivvertrag zu Kunststoff angestellt gesehen, sind ohne, dass sie darüber wirklich informiert dürfen, an ihrer Situation von demnächst angefroren. Salarien haben darauf vertraut, dass sie richtig vom Employer informiert und bezahlt werden. Allerdings wurden die Informationen nicht nur nicht komplett, aber auch noch falsch. Sie sind ein 30 Salarien abfallen. Das stellt ungefähr 1000 vom Betrieb dar, die nicht sollen vom neuen Kollektivvertrag und insbesondere nicht von der Revalorisation von der Karriere profitieren. Als LCGB haben wir alle weiter nächsten Schritt unterholt. Ein Entrevue mit dem Conseil d'Administration von der Cité Senior steht nach raus. Dieser Rendezvous ist nötig, wie dass sich eine Direktion von Kunststoff an den Entscheidungen vom Conseil d'Administration verstockt und nicht seine Responsabilität hat. Sie setzt sich demnach nicht an, für dass ihre Salarien von dem neuen Kollektivvertrag kann profitieren. Für den LCGB ist das Haltung inakzeptabel. In diesem Kontext machen wir aufmerksam, dass wir auch den zuständigen Minister, den Minister von der Sécurité sociale, Romain Schneider, direkt von diesem Dossier Erkenntnis gesagt haben, wir haben den 11. August ein Interview aufgeführt, auf dem wir noch keine Antwort kriegen. Bis heute werden wir auf seine Reaktion. Heute geht es um Leute, die auf eine Antwort werden, die in einer schwierigen Kondition schaffen, die physische und psychische Belastungen müssen standhalten. Das ist ein ganz sensibles Sujet. In der Vergangenheit ist viel gekämpft in für die Aufwertung von den Berufen zu kreieren. Diese Diskussion kann der Herr Minister wohl nicht vergessen. Dann sind wir auch noch in einem zweiten großen Haus mit ähnlichen Problemen konfrontiert gegangen. Nicht dem Problem, dann bei der Cité Senior Kunststoff und die Salarien von den Hospizen von Hamm und von Parfendal auch keine Retroaktivität vom Punkt wegkriegt. Das heißt, auch hier fanden die neuen Modalitäten vom FHL-Kollektivvertrag keine Applikation. Salären gehen nicht dem neuen Kollektivvertrag angepasst. Auch hier eine lamentable Haltung. Die Situation von Hamm ist die, dass die Salarien von 2010, das war der Moment vom Wechsel vom FHL an den SS, alles kriegen. Biennale und auch der Montant von der Pécule de Vacances sind angepasst gegangen, was hier zu Kunststoff immer gesehen und nicht der Fall war. An der Loh wird auch einmal den neuen Kollektivvertrag komplett ignoriert. Absolut unvorstellbar ist es, dass betroffenes Personal mal nicht offiziell informiert wird, dass das Wissen den FHL-Kollektivvertrag einfach aushebeln. Es freut sich, was die Responsable von ihren Adapten haben, für keine Erklärungen zu geben, auch für zu mängeln, die gingen nicht mehr. Aber was für einen Grund gibt es, Modalitäten vom Kollektivvertrag aus dem FHL nicht mehr zu applizieren? Personal liegt noch immer dieselbe Arbeit, die wirklich keine einfach ist. Trotzdem haben sie am August keine Retroaktivität von der Punktverderhebung ausgezahlt, wie das am neuen Protokoll festgehalten wird. Für was geschieht das nicht? Was ist los, dass ein Primen, die einem Salari zustehen, nicht bezahlt wird? Auch in diesem Fall wird der LCGB reagiert und all die nötigen Instanzen Erkenntnis gesagt. Das wurde der 25. August. Briefe sind auf Direktion und der Conseil d'Administration, wo ein Gemeinde Lützburg sitzt, und auf dem Ministère de la Sécurité sociale. Zu Hamm schwätzen wir von den 170 Leuten, die betroffen sind. Das stellt 60% von der Belegschaft dar. Der LCGB wird nicht zulassen, dass Personal unter Druck gesetzt wird, für heute auf ihre Rechte zu verzichten und von dem FHL an den SAS-Kollektivvertrag zu wechseln. Auch wenn das noch nicht überall angesprochen ist. Wir wissen aber, dass zu Kunststoff für einzelne Leute gesucht wurden, dass, wenn sie an den SAS wechseln, dann die neue Karriere kriegen.
Sie kriegen aber nicht mitgedeelt, was sie verlieren. Hier nämlich noch immer Unterschiede zwischen dem FHL und dem SAS-Kollektivvertrag, just ein paar Beispiele. Am FHL-Kollektivvertrag geht es da dann 30 Stunden Woche, am SAS 40 Stunden Woche. Den FHL zum Beispiel hat ein Pécule de Vacances, die es am SAS nicht gibt. Den LCGB, das ist dafür nicht so, dass hier um Buckel von den Salarien, so wie sie das leider raus, Spurmaßnahmen ausgedrungen gehen. All die betroffenen Salarien haben ein Recht auf die Valorisation von den Berufen und auch auf die neu abgewerteten Gridesalär. Sie leisten noch immer dieselbe Stabisch, aber es kann nicht sein, dass sie dafür nicht ihre Unerkennung kriegen an einem alten Tarifvertrag bezahlt werden. Salarien. So gut wie aus dem Hospizach an der Cita Senior ohne Recht auf die Abwertung, auf die sie zu der Jahre werden, an die Lohn erfolgreich am Juni respektive am August verhandelt sind. Es kann nicht sein, dass Salarien, und ich wiederhole, nicht mehr darüber Entschädigungen sind, wie dem Wissen vom FHL und den SAS, dass die einfach auf ihren Erwartungen sitzen bleiben, für diese Jahre lang gekämpft haben. Dem LCGB, also doniert schleierhaft, für was wir nach keiner Entrevue beim zuständigen Minister Schneider kuten, wo den sich Jumisten dem Problem bewusst sind, und wissen, wie heikel dieses Sujet ist, und wie die Leute nach immer in der Spannung stehen. Ich erinnere daran, dass zu Beteburg am Pflegeheim an der Wiese für kurzem eine ganz ähnliche Situation bestanden wird. Die Direktion hat verlangt, dass alle Salarien mit dem FHL-Kontrakt direkt an den SAS-Kontrakt wechseln und finanziell Verluste auf der Pay wie auch auf dem Rest von der Lebenskarriere erkauft werden. Nur langen Gestreits wird letztendlich sich der Minister angeschaut und eine Solution für Salarien nun ganz schnell und durch. Salarien behalten ihren FHL-Kontrakt und noch Dorfsicherung für den weiteren Karriereverlauf als garantiert. Sie sind natürlich nicht an den SAS-Kollektivvertrag gewesen. Zu Beteburg gibt es also eine Lösung. Und die muss auch für weiter betroffenen Häuser gelten. Es kann nicht sein, dass für die eine Mitarbeiter eine Solution gut ist, aber für die anderen Salarien, und ich betone, die an einer selben Situation sind, nicht. Wen die Teil entschieden, wer für ein Salarien weh bezahlt, die nicht zwei gezogenen FHL-Salarien, die revalorisiert und die nicht revalorisiert. Es kann nicht sein, dass am selben Sektor mit konventionierten, ich betone, mit konventionierten Kollektivverträgen Salarien mit zwei oder drei Limos geriert werden. Mit Arbeiter von Kunststoff und von Ham Apartheid leisten genauso gut Arbeit wie die anderen. Dafür sind verschiedene Gestionen an Interpretationen von einem Kollektivvertrag nicht akzeptabel. Den LCGB muss feststellen, dass der zuständige Minister es nicht für nötig findet, uns zu empfangen und uns Ulleis unzulöschen. Wir haben nach dieser Woche einen Appell rausgeschickt, weil Zeit drängt. Das ist inakzeptabel, dass Salarien hier Rechte nicht unerkannt kriegen, dass hier Payet einfach auf Eis gelöscht wird. Der LCGB fordert, dass der zuständige Minister heute direkt angreift und die Situation Ried wird. Der LCGB fordert, dass der Employer aber auch seine Responsabilität hat und sich für den Mitarbeiter ersetzt. Mir geht das Gefühl nicht los, dass der Employer der Gewerkschaften den Ball oft so spielt und den wohl reizelt, für das Gestionsprobleme ihrer Material kommen. Das gilt auch für den Conseil d'Administration. Für uns alle, wann bedeutet Träger wie ein Gemeinde Lützeburg vertraut sind. Wir sind hier am Bereich vom Encadrement als Soin von den älteren Leuten, wo der Mitarbeiter Schlüsselelement ist. Der Tisch, die Arbeit kann nicht mehr von gut qualifiziertem und engagiertem Personal gemacht werden. Der Mitarbeiter ist die, die Qualität vom Encadrement auf der Pflege ausmischt. Das merkt keine Maschine. Ohne den Mensch geht es an dem Bereich nicht. Und dafür muss ich genau an den Mensch investieren. Der Employer kann nicht von gut formierten Leuten profitieren und die Revalorisation von den Payen ignorieren. Die betroffenen Salarien
von ham Parfum de la Kunststoff, sie Rosen, a fuhren hier trascht. Aber mir für im Sommer, quasi, kurz vor einem Konfliktstunde, können mir nicht garantieren, dass Leute sich beruhigt hätten. Sie sind bereit für gewerkschaftliche Aktionen. Dabei gibt es Strukturen, die durchaus den neuen FAGL-Kollektivvertrag richtig aufwenden, aber von denen keine Reklamation kommt. Es ist also möglich, ohne Remi-Demi eine Lösung zu finden. Den LCGB fordert, dass wir die betroffenen Leute die Solution finden, wie die zu Betebusch an der Wiese, aber kein Ärmer. Den LCGB fordert, dass der Minister von der Sécurité Sociale, Romain Schneider, seine Responsabilität an diesem Dossier direkt hält und sich heim mit demselben Engagement für die betroffenen Salarien von Hanf, Parfendal und Kunststoff ersetzt und genau dieselbe Solution, die von den anderen Wiesen auf den Tisch liegt. Aber nicht, da benutzt die LCGB alle gewerkschaftlichen und juristischen Mittel für den Dossier an Treib zu kreieren, aber nicht, da geht es auch auf den Office National de Conciliation. Den LCGB fordert ein Direkthandeln vom Minister, für das wir in den FAGL-Salarien kein unterschiedliches Niveau schaffen. Die Leute werden hier dringend auf eine Lösung. So ein Schmerz für die Aufmerksamkeit. Also natürlich auch für alle froh, die da heute weitere Explikationen und Informationen haben.